Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge. Heute in der Folge gucken wir uns mal die DAF-Yacht von innen drin an. Willkommen zur dritten Folge unserer DAF-Yacht. Sie ist jetzt innen drin komplett eingerichtet und ja, dann wollen wir uns doch heute mal angucken. Aber bevor es reingeht, gehen wir auf ein paar Veränderungen bei der DAF-Yacht ein, die ich draußen noch vorgenommen habe. Zum einen habe ich ja gefragt im ersten Teil, ob vorne noch ein zweiter Anker so bei Yachten an sich vorhanden ist. Glücklicherweise hat das einer gewusst und hier ist der zweite Anker. Sieht auch besser aus, als wenn man das komplett glatt lässt oder noch ein, ja, würde ich sagen, als Beispiel dann noch ein Bullauge oder sowas reinbaut. Sieht mit einem Anker viel besser aus. Weiterhin habe ich dennoch, sag ich mal, als ich das eingerichtet habe, noch ein paar weitere Fenster gemacht, aber da habe ich ja euch auch gesagt, das kommt immer darauf an, wie ihr euch das innen drin halt gestaltet. Ne, man hätte auch ein Rettungsboot oder sonstige Sachen hinmachen können. Glücklicherweise hat das alles auch gepasst, wie ich mir das eingerichtet habe. Habe ich jetzt also hier auf der Fläche noch ein paar Fenster gemacht. Ich finde auch, wenn man das, sage ich mal, nicht einrichten würde, sieht das mit ein paar Fenstern trotzdem besser aus, als wenn man das komplett glatt lässt. Könnt ihr gerne auch übernehmen, falls ihr es nicht einrichten möchtet. Sieht, finde ich, besser aus. Ne, auch relativ simpel. Hier an der Seite lassen wir halt einen Block. Machen dann immer so ein Zweierfenster, immer zwei Blöcke Platz lassen bis zum nächsten Zweierfenster und dann sollte es auch perfekt aufgehen bis zur anderen Seite. Hätte ich nicht gedacht, aber schön, dass es so ist. Und die letzte Änderung, die ich bei unserer Yacht vorgenommen habe, ist die Tür, wie man in unsere Yacht reinkommt. Und da würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an hier mit unserer Tour an sich. So, da sind wir schon mal drin. Ja, wo fangen wir jetzt am besten an? Ich würde sagen, erstmal hier in der Ecke, denn was sieht man zuerst, wenn man in die Yacht reinkommt? Ein bisschen Müll? Nein, das sind hier so ein paar Kisten, wo das ganze DAF-Bier drin ist. Da ist unten im Bauch des Schiffes noch ganz viel in unserem Laderaum. Aber ihr wisst ja, später kommen ja auch noch in Minecraft Fässer rein. Da kann man auch Kisten und sowas, sage ich mal, gerne dadurch ersetzen. Vielleicht guckst du das Video, wo Fässer sind, dann kannst du gleich schon Fässer nehmen. Sieht vielleicht besser aus für DAF. Ja, ansonsten geht's los. Wir gehen erstmal nach oben zur Brücke, da wo unser Captain das Schiff steuert. Ne, hier haben wir unser Steuerrad, ne, hier noch ein paar Hebel und sonstige Sachen, um die Yacht halt zu bedienen, damit man die auch gut fahren kann. Wir haben auch einen guten Blick bei unserer Yacht. Sehen wir irgendwo was? Ne, nichts voraus, kein Eisberg, also können wir hier schon mal Gas geben. Hey. Jo, das ist also jetzt hier die Brücke, hier noch so ein kleiner Sitzplatz. Wer weiß, wer hier den Captain besucht. Und ansonsten gehen wir ein bisschen weiter runter. So, geht's dann hier weiter. Auf der Ebene darunter von unserer Brücke befindet sich, sag ich mal, so der Wohnbereich von dem Yachtbesitzer, dachte ich mir einfach mal. Ich habe jetzt hier an sich, könnte man 4 Räumlichkeiten machen. Ich habe hier aber nur 3 Räumlichkeiten mir ein bisschen gemacht. Man kann es ja auch ganz anders gestalten, ne? Wie man sich halt die Yacht gerne einrichten möchte. Ich habe jetzt hier vorne erstmal so einen kleinen, ja, Schlafbereich gemacht, ne? Kann man so einen kleinen Schlafzimmer. Ich habe es sehr einfach gehalten jetzt hier bei der Einrichtung. Einfach mal vielleicht nur so als Anreiz halt von den Räumlichkeiten her, wie man sich das hier so ein bisschen machen könnte. Halt passend auch immer zu den Fenstern von draußen. Ne? Das habe ich mir hier so ein bisschen gestaltet. Ja, ansonsten jetzt ein bisschen weiter nach hinten habe ich jetzt auch noch ein weiteres Schlafzimmer gemacht. Man hätte auch vielleicht ein Badezimmer oder sonstige Sachen hier reinbauen können, aber egal. Jo, und dann habe ich hier hinten noch, habe ich hier eigentlich nur Schlafzimmer gestaltet. Aber dachte ich jetzt für eine Tour wäre es ein bisschen langweilig, nur Schlafzimmer zu bauen. Von daher habe ich hier mir gedacht, habe ich hier eine Wand eingerissen und habe dann hier draußen eine Küche gemacht für unsere Yacht. Aber ich glaube, hier wird keiner was essen. Hier wollen sie eh nur alle was trinken. Auch daher wird die bestimmt nicht so oft benutzt bei uns. Aber naja, oh, guck mal, hier ist auch noch ein Sixpack oder ein 9-Pack. Ne? Ja, dann gehen wir noch nach unten in den Bauch des Schiffes. Hier ist an sich ein ganz großer Laderaum. Dachte ich mir, wo das ganze DAF gelagert wird. Die machen sie ja oft eine, also viele Feiern und dann kann man ja, sag ich mal, hier das DAF lagern. Jetzt ist dann die Frage, wie kriegt man das alles denn hier jetzt nach oben? Muss ich mir jetzt hier so eine Kiste mit DAF schnappen und dann hier nach oben laufen? Nein. Wir haben ja an sich hier solche Ladeflächen gehabt. Ne? Ihr kennt diese Luken, die wir hier gebaut haben. Wir haben ja jetzt eine vorne und hinten haben wir auch noch eine. Und da kann man dann, sag ich mal, hier die Kisten auf der Palette stapeln und dann wird sie nach oben gehievt, ne? Mit Seilen, mit... Na, irgendwie kriegen sie die schon hoch. Ja, ansonsten wollen wir noch hier mal gucken, wenn wir jetzt hier mal nach hinten ein bisschen gehen, was denn noch hier so alles im Bauch des Schiffes auf uns lauert. Hä? Oho. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen logisch wieder gedacht, denn so eine Yacht, die läuft ja nicht von alleine. Und daher noch so 2 Motoren reingebastelt. Hier so ein bisschen Diesel reingehauen, also sind Dieselmotoren.
Ne? Also hier ist der Diesel drin, wenn es leer ist, das Fass oder der Kessel, dann müssen wir was nachfüllen. Das läuft halt durch den Trichter, dann hier durch die Rohre, dann in unseren Motor rein, der pumpt dann. Und dann geht dann halt der Rest dann halt in die Schraube rein. Ne? Und dadurch wird halt unsere Schraube angetrieben. So, auf der anderen Seite habe ich es auch nochmal gemacht, genau identischer Motor. Dachte ich mir, ein bisschen Logik, müssen wir hier mal ein bisschen reinbauen. Von daher, zwei Dieselmotoren. Jo, ansonsten hier hinten nochmal ein weiterer Laderaum. Ne? Wir haben ja hier unsere Dachluken, unsere Ladeflächen. Ne? Und hier siehst du, wir haben schon eine Palette beladen. Die kann dann gleich nach oben und hin. Naja, ansonsten hier überall so ein paar 9er-Packs, ne? Die schon ausgepackt sind. Und dann hier halt noch ein paar ganze Kisten. Die kann man sich natürlich später durch Fässer oder sowas ersetzen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder einfach mal nach oben bei unserem Schiff. Sind wir hier durch hier mit unserer Tour. Können uns das nochmal von draußen vielleicht ein bisschen angucken. Die DAF-Yacht steht also hier, ist nun fertig, auch von innen drin. Und wenn du sie gerne auch bauen möchtest, guck mal in der Videobeschreibung. Da verlinke ich dir einfach die Tutorials dazu, falls du sie gerne nachbauen möchtest. Dann sage ich, hiermit ist unsere DAF-Yacht fertig. Und dann heißt es immer wieder, was bauen wir als nächstes? Ich habe mir noch keinen Kopf gemacht, was wir bauen könnten. Entweder vielleicht wieder irgendwas fürs Wasser, vielleicht auch für unseren Hafen was, ein neues Gebäude oder so. Mal gucken. Oder vielleicht auch für unser Festland, für unsere Stadt, vielleicht noch ein Gebäude, was da so ist. Ich weiß es noch nicht. Könnt ihr mal was vorschlagen, wenn euch was einfällt. Oder vielleicht auch irgendwelche alten Gebäude nochmal neu erklären, neu bauen, weil manche sind ja schon ein bisschen alt, ne? So ein paar, zwei, drei Jährchen. Von daher könnten manche auch ein Update gebrauchen. Naja, das schauen wir mal. Aber ansonsten mit hoher Wahrscheinlichkeit kann ich sagen, geht das nächste Video wieder zum Springfield Zoo. Da wollen wir uns noch das Vogelgehege angucken. So, gut, dann würde ich sagen, stellen wir uns hier vor unserer DAF-Yacht Safety hin. Und wenn ich Safety stehe, dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.